Ja, hier stehe ich jetzt in Trendelburg an dem berühmten Rapunzelturm. Hier spielen auch an vielen Stellen meines Wahlkreises die Gebrüder Grimm eine entscheidende Rolle. Trendelburg ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, wie innerstädtisches Leben auch in Fachwerkhäusern funktioniert. Wir haben hier wunderschön renovierte Fachwerkhäuser in der Nähe zum Oberzentrum Kassel, die saniert wurden und in denen man leben kann und von wo aus man dann seiner Beschäftigung nachging.